Schön, Ian. Das ist auch nicht. Ja, den müsste man natürlich rauserlegen. Vielleicht auch das einigermaßen geben. Die Sorten, die sind aus Ostdruck wirklich noch eine Sorte ist, die ja, Stinkel ist. Ne? Und nicht inzwischen auch vor kurz gezüchtet, mit Weizen gekreuzt. Und da ist das vielleicht dann schon wieder anders. Aber wenn man dann genauer hinguckt, ne, sind die Ähren ja sehr verschieden. Da gibt es welche, die jetzt erst relativ spät kommen, ne, hier noch ziemlich grün sind. Wo will man überhaupt hin mit der Sorte? Kann man noch einen Sortencharakter erkennen? Also, wo würde ich jetzt hingreifen, wenn ich sage, ja, die Sorte soll es sein? Also das wäre vielleicht eine schöne Ähre. Ne? Ja. Also, ich glaube, ja, also ich denke, was man machen könnte, ist ja doch wirklich reine Sorten zu nehmen, ne? Und nicht irgendwie, wo man nicht so genau weiß, wo es herkommt. Ja. Und mal 5 Sorten nebeneinander aussäen auf dem Feld. Und dann, wenn man sagt, ja, das ist gut oder die 2 sind gut, kann man ja nochmal im nächsten Jahr oder möglichst auf getrennten Feldern die Sache nochmal vermehren und sich dann für eine entscheiden. Und wenn möglich, wenn man sagt, naja, da hat sich schon zu viel gekreuzt, vielleicht doch nochmal die Originalsorte nehmen. Und dann, ja, klar, man weiß es dann erst in 5 Jahren, ob es wirklich die richtige Sorte ist, weil jedes Jahr andere Probleme sichtbar werden. Ne? Das ist halt so. Das ist, egal, ja. Das ist ja bei uns in der Züchtung auch so. Wir machen jedes Jahr eine Sortenprüfung, aber ein Ergebnis von einem Jahr sagt noch gar nichts. Das heißt, man nimmt dann wieder die Originalsorte. Naja, die vom Züchter. Was das auch ist, ob das der Rolipa ist vom Züchter Berthold Heiden oder. Ja, die Frage ist eine andere. Hält sich diese Originalsorte jetzt sozusagen auch ewig? Eigentlich ist der Züchter dafür verantwortlich. Was macht denn der dazu? Der kann es doch auch nicht ändern. Doch. Der geht eben auf kleinen Flächen, macht er jedes Jahr eine ganz strenge Selektion. Das immer nur, also vom Wuchstyp auf jeden Fall. Und das ist im Wesentlichen auch. Und durch die Fremdbesteuerung ändert sich da nichts. Naja, er muss natürlich seine Sorte separat halten, dass möglichst 5 Kilometer drumherum nichts anderes steht. Oder eben eine Tüte drüber, genau. Also eben in, ja, mache ich auch sozusagen Gewächshaus oder eben, ja. Ich denke, wenn man das jetzt mal als Beispiel nehme für eine Hofsorte und man war eigentlich bisher damit zufrieden, aber das wird immer chaotischer, also immer höherer und so weiter. Also dass man dann wirklich in die Ebene reingreift und einen möglichst großen Strauß macht und das wieder aussät, vielleicht separat, also nicht auf dem gleichen Feld, wo man den anderen Roggen anbaut, so dass es sich nur untereinander bestäubt im Wesentlichen. Und dann eben kommt das Problem der Vermehrung. Ne? Wann reicht die Kraft mit der Sense nicht mehr aus? Ich denke, man kann ja dann vielleicht doch, wenn man jetzt sagen wir mal 10a hat, was man im Jahr vorher noch mit der Sense geerntet hat. Und wenn man jetzt nur einen Faktor 10 in der Vermehrung rechnet,
wenn man eine strenge Reinigung auch macht, ne, ist das ja vielleicht richtig für Saatgut, Faktor 10. Und dann hat man die 10a, aber dann könnte man natürlich wirklich versuchen, erstmal sein anderes Roggenfeld, was ja im Prinzip ja noch die Sorte mehr oder weniger ist, ernten und dann möglichst gut den Tank leer machen und dann halt mit dem Mähdrescher die 10a. Das ist dann nicht hundertprozentig sauber, aber immerhin, wenn man keinen Parzellendrescher hat, ist das noch eine Möglichkeit. Dass mal wieder ein Feld wird. Und man würde vielleicht aber nicht alles aufs Feld säen, sondern wieder ein Teil nochmal auf ein kleineres Stück und nochmal, dass man nochmal durchgehen kann, nochmal bereinigen kann. Also auch auf den 10a würde man natürlich nochmal durchgehen müssen, nicht nur vermehren, sondern auch, soweit die Kraft reicht, eben bereinigen. Also alles, was zu klein und zu groß ist, besonders eben was zu groß ist, rauszureißen und wie gesagt, wenn möglich, noch vor der Blüte. Aber es artet in Arbeit aus, das ist ganz klar. Vielleicht geht meine Frage jetzt in eine ganz andere Richtung. Haben Sie da nicht auch Probleme mit irgendwelchen veränderten Nachbarsorten? Bisher Gott sei Dank nicht in Europa. Wirklich? Gott sei Dank. Beim Mais haben wir das natürlich ein bisschen, aber nicht beim Weizen und beim Roggen. Nee. Also die haben ja auch überhaupt, selbst in Amerika, die Gentechnik-Weizenzüchtung erstmal auf Eis gelegt, weil sie gemerkt haben, sie können das nicht nach Europa verkaufen. Denn es geht ja viel, wird ja verkauft. Und weil die Europäer so ein klares Urteil hatten, wir wollen kein Gentechnik beim Weizen, ist das erstmal, ich fange jetzt wieder an, aber man muss sich also immer weiter wieder dagegen wehren, aber es hat bisher, klar, es gibt natürlich ein paar Versuchsstandorte, wo Gentechnik-Weizen auch in Deutschland wächst, aber das ist bekannt und nicht irgendwo bei einem Bauern, den man nicht kennt, auf dem Acker. Und das lässt sich voneinander trennen, ganz klar. Bis jetzt noch. Ja. Bis jetzt noch. Und ich hoffe, dass wir da standhaft bleiben. Nee, also wir könnten natürlich so, wie wir arbeiten, dass wir über die Felder gehen und Auslese machen. Wenn da irgendwo in der Gegend Gentechnikweizen wachsen würde, könnten wir das natürlich nicht machen. Dann hätten wir das Problem, dass wir da hinterher aus teure Analysen machen müssten, nicht? Und, nee. Versprechen gegen seine Mischung am Feld. Ja, was dagegen spricht, ist, dass die höheren Typen natürlich Vorteil haben. Und Frühreifen. Ja, und die Frühreifen. Also, wenn ich eine Mischung habe von Sorten, also jetzt beim Weizen, die eigentlich stabil bleiben, ne? Und ich baue das 5 Jahre an, bleibt eine Sorte übrig, die ein bisschen höher ist. Die andere wird unterdrückt. Also, und das ist natürlich beim Roggen auch so. Das heißt, es hat schnell die Tendenz, zu hoch zu gehen. Das ist dringend. Ja. Weil einfach erstmal natürlich auch die hohen, ja, sonnenkräftige Pflanzen sind und da sind ja auch schon ein paar Körner dran, so also ist das ja nicht. Und einfach sich dann die hohen Pflanzen besser vermehren als die kleinen, die da unten drin stecken und nicht so viel Licht kriegen. Das ist dann natürlich auch noch schwerer zu selektieren, nicht? Wenn man jetzt am Ende die Ähren zu selektieren, ist ja noch relativ einfach. Aber jetzt müsste man eigentlich, wenn man sagt, oh, da ist eine Pflanze, die hat noch schöne grüne Blätter, jetzt müsste ich da ein Stöckchen dran machen und die markieren, dass ich sie dann 4 Wochen später ernten kann.
Das ist dann natürlich richtig Züchterarbeit. Das kann man eigentlich als Bauern immer machen. Nee, da kann man wirklich nur eigentlich viele Sorten ausprobieren und gucken, was am eigenen Standort passt. Und jetzt, wenn man guckt nach biologisch dynamisch gezüchteten Sorten, gibt es noch nicht so furchtbar viele Roggensorten. Also es gibt den Rolipa, der aber auch nicht angemeldet ist, aber ich denke, ich kann den trotzdem mal als Versuchssaatgut abgeben, ohne ins Gefängnis zu kommen. Und dann gibt es vom Karl Josef Müller diesen Lichtkornroggen, nicht, mit den hellen Körnern, sehr schöne Sorte, auch recht kräftig, hochwüchsig, aber standfest, wirklich ist gut. Aber es hat, sagen wir mal, nicht dieses dunkle Mehl, ne? Also es ist nicht so ganz roggentypisch, sondern etwas leichterer Roggen, aber viele mögen das natürlich, also gerade im Süden. Und dann gibt es vom Hartmut Spieß noch eine Roggensorte. Firmament heißt die. Da müsste man auch Saatgut kriegen. Auf jeden Fall, also man kann ja bei ihm selber fragen, wo man es kriegt. Ja. Nicht also solche Sorten, also ich bleibe jetzt mal beim Weizen erstmal, weil ich damit mehr umgegangen bin. Ertrag, wunderbar, und die Backqualität ist sicherlich auch nicht schlecht. Trotzdem ist die Frage, ist das Weizen? Wo soll es hingehen? Und egal, ob ich jetzt, sagen wir mal, Züchtung bei Peter Kunz, also richtig klassische Kreuzungszüchtung, oder ob wir Auslesung machen aus Hofsorten, wir müssen ja irgendwo ein Ziel haben. Und ich sage, Nahrungsqualität ist ja eigentlich das Wichtigste, wenn wir Nahrungsmittel erzeugen wollen. Klar, der Bauer braucht den Ertrag und der Bäcker braucht die Backqualität beim Weizen, das muss auch stimmen. Sonst hat es keinen Sinn. Und trotzdem gibt es noch mehr. Und die Pflanzen haben ja unterschiedliche Eigenschaften. Und die kann man auch mehr oder weniger an der Form erkennen. Ne? Wenn Sie so ein Eichenblatt und so ein Birkenblatt haben, sieht man, ja, da wirken andere Kräfte, dass von so einer oder so einer Gestalt sich entwickelt. Und diese Kräfte sehen Sie natürlich nicht nur im Blatt, sondern im ganzen Baum. Diese hängenden Zweige bei der Birke und die Samen, die kilometerweit durch die Luft fliegen. Und bei der Eiche, ja, nährstoffreiche Eicheln. Und ein Baum, der sich abschließt, Innenraum bildet. Bei der Birke geht das Licht bis unten durch auf den Boden. Also ganz andere Qualität. Und das drückt sich aus in jeder Einzelheit. Im Blatt, in der Frucht, in der Wurzel, nicht? Eiche macht eine Pfahlwurzel, Birke ganz breite, tellerförmige Wurzel. Also diese verschiedenen Qualitäten kann man erstmal nur so aufzählen, aber man kann immer mehr merken, dass es eigentlich sozusagen ein Typus ist, dass es eigentlich ein Charakter ist, der sich in allen Einzelheiten dann äußert. Oder hier, in der gleichen Verwandtschaft noch, nicht? Birke, Hainbuche, Hase. Da haben Sie in den Blättern diese Reihenfolge. Und in den Früchten auch eine Reihenfolge. Und die hängt irgendwie damit zusammen. Nicht? Je stumpfer das Blatt wird, also je mehr der Schwerpunkt vom Blatt nach oben rutscht, nicht? Bei der Birke ist der Schwerpunkt vielleicht hier, bei der Hainbuche in der Mitte und hier geht es schon, das ist ja manchmal, dass man Hasel hat, wo das noch viel stärker hier ausgebuchtet ist. Und in dem Zusammenhang hat man eine Metamorphose vom Samen, wo der Samen, die Frucht, immer kräftiger wird und die Hülle immer
im Verhältnis dazu immer kleiner. Also bei der Birke so, dass das eben weit durch die Luft fliegt. Bei der Hainbuche doch noch so, dass es so wie bei den Ahorn auch so, ne, ein paar hundert Meter vielleicht noch fliegt. Und bei der Hase braucht man dann die Eichhörnchen dafür, um es zu verbreiten. Da geht das nicht mehr vom Wind. Also da merkt man, es gibt innere Zusammenhänge, wo man nicht eben ohne weiteres jetzt an die Hase die Birkensamen hängen kann oder an einen Eichbaum Birkensamen, ist doch genauso praktisch zum Verbreiten. Nicht? Also vom darwinistischen Standpunkt ist das ja egal. Aber es geht trotzdem nicht. Also da gibt es eben Gesetzmäßigkeiten im Lebendigen, die nicht so ohne weiteres aus dem Nützlichkeitsdenken des Darwinismus zu erklären sind. Und wenn Sie eine einjährige Pflanze angucken, haben Sie ja immer diese wunderschönen Blattmetamorphosen. Ich habe noch ein bisschen was mitgebracht, dass man sich das sozusagen halb in natura auch angucken kann. Und das ist ja immer, wenn die Pflanzen dann zur Blüte kommen, sieht man das natürlich besonders schön, dass sich da die Blattformen nach oben hin verändern. Und unten, nicht, im Vegetativen, hat man noch mehr rundlichere Blätter und nach oben hin wird das immer spitzer. Der Blattstiel verschwindet nach oben hin und so weiter. Kann man jetzt in vielen Einzelheiten das natürlich angucken, kann dann auch merken, wie eigentlich die Gesetzmäßigkeit dieser Blattverwandlung bei allen Pflanzen die gleiche ist, nur natürlich je nach Art dann sehr verschieden variiert. Aber naja, also sowas, da ist das jetzt hier das erste, die ersten Blätter, ne, sind jetzt wirklich noch alle Blätter drauf. Also kleine, rundliche Blätter, dann immer mehr die Gliederung, die Stielbildung nimmt zu, die Gliederung wird immer stärker. Und dann auf einmal zieht sich das irgendwie wieder zusammen und wird spitz und ja, wie dreieckig. Und wenn Sie das da oben nicht sehen würden, würden Sie nicht denken, dass das die gleiche Pflanze ist. Nicht? Also wie doch eigentlich die gleiche Art mit den gleichen Genen ganz verschiedene Gestalten bildet, je nachdem, in welchem Entwicklungsstadium die Pflanze jetzt ist. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was sind das für Kräfte, die da wirken? Was sind das für Kräfte, die das so schön spitz machen? Und was sind das für Kräfte, die dann, hier ist das besonders deutlich, wo jetzt der Blattgrund, nicht? Sie müssen sich denken, das sind ja die Blätter dann oben am Stängel, unter der Blüte, wo das dann den Stängel umgreift und so ganz breit wird, Hülle bildet. Und da hat Rudolf Steiner uns ja den Auftrag gegeben, dieses ABC der irdischen und kosmischen Kräfte zu verstehen und auch anzuwenden. Bei den Pflanzen hat es aber auch bei den Tieren gesagt, man sollte, also schon im zweiten Vortrag da am Ende, nicht, man sollte doch die Tiere nach der Form angucken, wie ist das hinten und vorne, also am Kopf und im Hinterteil ja doch die Gestalt ganz anders gebildet und wie er dann ja sagt, na, so, wie er ja vorher gesagt hat, man müsste ja diesen landwirtschaftlichen Organismus so angucken, dass das, was unter der Erde ist, dem Kopf entspricht und das, was über der Erde ist, dem Stoffwechsel, dem Bauch und auch die Tiere müsste man eigentlich so in die Erde stecken, dass im Kopf, wenn man jetzt auf dieselben Kräfte
guckt. Und wo er dann ja gesagt hat, na, im Oberirdischen wirken erstmal mehr die untersonnigen Planeten, die mit der Sonne zusammen, also Mond, Venus, Merkur. Und das ist eigentlich auch das, was beim Hinterteil im Tier in der Gestalt zur Wirkung kommt. Und so weiter. Und im Kopf eben dann mehr die obersonnigen Qualitäten. Und genauso kann man hier auch die Pflanzen angucken. Und wo man sagen kann, naja, ich muss das ja jetzt ganz holzschnittartig machen, sagen kann, naja, das Vegetative, das ist mehr eigentlich dieses Stoffbilden, also das, was dem Unterleib entspricht, was eben jetzt in diesem Sinne mehr den Planeten, den untersonnigen Planeten entspricht, also dem mondenhaften Merkur, Venus, diesem Bereich. Und das, was dann zur Blüte hingeht, zur Frucht, was mehr aus diesem obersonnigen Bereich an Kräftequalitäten entsteht. Aber man kann das ja mal auch ganz unabhängig von diesem Bild angucken und sehen, wie, sagen wir mal, im Vegetativen immer eigentlich, sagen wir mal, die Stoffbildung, Fläche bilden, ne? Runde Blätter, das Substanz bilden. Und dann, wenn es in die Blüte geht, eben dieses viel ziselierter werden, nicht? Die Gestalt wird immer feiner. Der Goethe hat ja gesprochen von der Verfeinerung der Säfte, um das irgendwie in Wort zu bringen. Nicht? Also hier zum Beispiel das Skabiose, sieht man das ja wunderschön unten, nicht? Bis hierhin, das ist vegetative Rosette. Und hier merkt man, aha, da fängt es an, das wird, geht in die Blütenbildung. Und Sie können auch jetzt hier eigentlich jede dieser Blattmetamorphosen können Sie angucken und sich fragen, wo fängt der Blütenimpuls an? Was ist noch vegetativ? Und ja, es ist nämlich schon ganz spannend, dass auch im Vegetativen ja eine Blattmetamorphose stattfindet, also eine Gestaltverwandlung, aber die geht nur bis einer bestimmten Grenze. Und ich habe Versuche gemacht im Labor, also mit konstanter Beleuchtung, sodass die Pflanzen nicht zum Blühen gekommen sind, weil die Tageslänge nicht hoch genug war. Und da geht es bis zu einem bestimmten Punkt, und dann geht die Entwicklung nicht weiter. Und das könnte man hier ungefähr sehen, wo ist der Umschlagspunkt vom Vegetativen zum Generativen. Können Sie das sagen? Um wie viel Uhr ist das ungefähr? 2 Uhr. 3. 2, 3. Hier? 1, 2. Da schon, ne? Fängt es an. Ja, ja, hier merkt man, ist so der Übergang. Von da nach da, ne? So ungefähr. Von 12 bis 2 und hier ist es eindeutig. Und hier sieht man auch, dass sagen wir mal, diese Blätter also sich kaum noch verändern, erstmal ein ganzes Stück. Ne? Da wird dann immer eigentlich dieselbe Form gebildet und dann kommt da irgendwie wieder ein neuer Impuls rein. Das sind die Blätter, die nacheinander an einer Pflanze kommen. Am Stängel, ne? Also bis da in Rosette. Also das sind die untersten, das sind die obersten. So. Das sind die untersten und das ist noch Rosette am Boden. Und jetzt, na, wo ist das hier? Ne? Hier erst, wo der Blattgrund sich breiter wird, das ist Blütentrieb. Da fängt es an, würde ich sagen, an der Stelle. Ja, da schießt es in die Höhe. Insofern kann man doch ein bisschen eigentlich das Unterscheiden im Wachstum. Also was ist vegetativ? Und dann der Vegetationspunkt, nicht, wo immer die neuen Blätter gebildet werden. Macht ihr erstmal einfach immer nur ein Blatt nach dem anderen. Und dann, wenn die Blüte induziert wird, ist es ja dann so, dass der ganze Vegetationspunkt sich umbildet und jetzt eben alles, was dann später als Blütenstand erscheint, da
da im Kleinen vorgebildet wird. Und dann schießt die Sache hoch und öffnet sich. Also das ist eine ganz andere Geste, als Substanz zu bilden, ja, immer dicker zu werden, also Baumwachstum im Vegetativen. Und nicht, wo ja dann, also nicht, wenn man sich einen Baum anschaut, wie der vegetativ wächst, noch bevor er anfängt zu blühen. Also ein jüngerer Baum, wo man sagt, da ist noch, der Blütenimpuls noch gar nicht drin. Da ist es ja dann doch wirklich so, dass Substanz von den Knospen nach unten abgeschieden wird, nicht? Und dadurch wird die Sache immer größer. Streckt sich natürlich. Es werden Zellen gebildet, nicht? Von den äußeren Wachstumspunkten, und nach unten wird Substanz gebildet und die Erde stülpt sich auf. Und wenn eine Blüte gebildet wird, hat man diese im Verborgenen, im Mikroskopischen, diese Gestaltverwandlung, der ganze Vegetationskegel wird umgebaut, nicht? Die ganzen Blütenanlagen entstehen. Und dann schiebt sich das Ganze in die Höhe und öffnet sich. Eine ganz andere Geste. Natürlich auch Streckungswachstum dabei. Aber es ist was anderes, als so zu machen oder so zu machen. Und das ist dann bei den Gräsern und beim Getreide eben besonders deutlich ausgebildet. Das will ich Ihnen noch gleich ein bisschen zeigen. Ja. Also verschiedene Beispiele. Und mir ist es, ist dieses Bild ganz wichtig. Und zwar habe ich versucht, eben diese Linie dort zu zeichnen, wo setzt die Blütenbildung ein. Also beim Baum haben wir ja im Wesentlichen vegetatives Wachstum und dann da oben in den Zweigen die Blüten. Und in der Regel ja kurz. Der eigentliche Blütentrieb. Nicht? Sie kennen das von den Kirschen, die zwei Kirschen, die Sie sich so über die Ohren hängen können. Der kleine Stummel zwischen den beiden Kirschen, das ist der Blütentrieb, also 3 mm lang. Und das andere ist ja schon dann direkt der Blütenstiel. Und bei der Brombeere, das soll eine Brombeere sein, nicht? Im ersten Jahr vegetativ, der Langtrieb, im zweiten Jahr auch natürlich vom Wurzelstock hier wieder ein neuer Langtrieb. Und im zweiten Jahr, dort wo die Blätter waren, jetzt Blütentriebe, die aber schon in der Knospe die Blüten angelegt haben. Die sitzen da schon alle drin. Ne? Aber jetzt eben doch relativ kräftig mit Blättern und starker Verzweigung. Und wenn Sie jetzt diesen vegetativen Trieb noch mehr zusammenschieben, noch kleiner machen als ein Baum, dann kommen Sie zu einer Rosette, also Rottlatschmut, nicht? Natürlich jetzt eine einjährige Pflanze oder eine überwinternde Pflanze. Und das vegetative Wachstum beschränkt sich eigentlich auf diesen unteren Rosettenbereich und von da, so wie aus dem Herz von einem Salat, wenn er zum Schießen kommt, geht der Blütentrieb in die Höhe, nimmt eben noch ein paar Blätter mit, ne? Und so, öffnet sich. Also da ist das Vegetative eigentlich schon bis an den normalen Erdboden zurückgedrängt. Und dann gibt es Pflanzen, da ist das Vegetative unter der Erde versteckt. Die Zwiebel, eine Krokus ist keine Zwiebel, das ist eine Knolle. Aber bei einer Tulpe oder so ist das dann genauso. Und alles, was in Erscheinung tritt, ist Blütentrieb. Und wenn das da oben blüht und mit den 2, 3 Blättern, die da mit rausgeschoben werden, wird hier unten wieder eine Tochterknolle ernährt und vorbereitet fürs nächste Jahr. Und so machen das alle einkeimblättrigen Pflanzen im Prinzip. Also Orchideen, weiß nicht, habe ich eine? Nee, habe ich nicht. Entschuldigung.
Nicht? Da wird auch, was als bei den Orchideen, also bei unseren einheimischen Orchideen, als ist nur der Blütentrieb kommt aus der Erde und mit dem Grün, was an dem Blütentrieb dran ist, wird unten wieder eine Tochterknolle gebildet. Oder bei der Tulpe. Nicht? Da kommen drei Blätter und die Blüte und unten in der Zwiebel hat man eine Art Bestockung, werden ein oder zwei Tochterzwiebeln gebildet. Also das Vegetative bleibt da unten. Ja, man könnte hier die Sache noch weiter verlängern nach links. Da würde man dann, sagen wir mal, zum Farn und zu den Pilzen kommen. Da ist das, was normalerweise ja hier oben in der Blüte passiert, die Befruchtungsvorgänge, das passiert ja da in der Erde. Und das ist ja ganz spannend, aber das geht jetzt zu weit mit dem Schneiden, mit Zählen. Da ist nämlich ständig eine Befruchtung. Also da entsteht eine neue Zelle, die macht einen Haken und wächst wieder zurück in die davorliegende Zelle und befruchtet die. Da geht von einem Zellkern wieder was zurück. Ganz verrückt. Also das heißt, das, was qualitativ bei uns bei den Blüten erscheint, das geht da bis in den Erdboden hinein. Und die Pilze machen ja deshalb auch nicht richtige Zellulose, sondern die Zellwände sind gebildet aus Chitin, also das, was die Insekten haben. Also sozusagen tierische Substanz. Das heißt, die seelische, die astralische Wirkung ist da viel stärker beim Pilzwachstum. Rudolf Steiner sagt deshalb, dort wo die Pilze wachsen, da ist die Erde wach. Und wo die Bäume wachsen, schläft die Erde. Also Wachen und Schlafen der Erde ist eben, er sagt ja, dass das Blühen die Pflanzen selber als physisch-ätherische Wesen würden ja gar nicht blühen, wenn nicht das Seelische der Erde wie von außen auf die Pflanze wirken würde und das Vegetative, also die Stoffbildung, Substanzbildung, immer nur Blatt und Blatt machen, abzuschließen, zurückzudrängen und die Blüte hervorzurufen. Also Pflanzen haben nicht die Seele drin, wie die Tiere und Mensch, aber das Seelische der Erde, er spricht ja von dem Erdorganismus, der auch eine Seele hat, sozusagen eine seelische Hülle, und das wirkt auf die Pflanzen von außen und ruft die Blüte hervor. Ja. Und dadurch, sagt er, ist ja auch für die Erde eigentlich das Organ, überhaupt mit dem Umkreis der Erde, mit dem Kosmos, mit der Sternenwelt in Beziehung zu treten. Und aber man kann eben darauf gucken, wie unterschiedlich jetzt dieses Seelische der Erde im Pflanzenwachstum zur Wirkung kommt. Und da muss man einfach sagen, bei den einheimblättrigen Pflanzen ist das viel stärker. Da wird nämlich das Vegetative wirklich bis unter die Erde heruntergedrückt. Als jetzt bei, sagen wir mal, einem Apfelbaum oder erst recht bei einer Buche. Wo man eigentlich im Wesentlichen die Gestalt aus dem vegetativen Wachstum gebildet wird und das Blühen so nebenbei passiert, wenn man jetzt auf die Gestalt kommt. Und hier hat man als Gestalt ja eigentlich erstmal nur Blüte. Ne? Und bei den Einkeimblättrigen, was gibt es da? Da gibt es diese Lilienartigen, da gibt es die Orchideen, da gibt es die Schwertlilien, Iris,
parallelnervige Blätter immer, nicht? Das Charakteristische bei allen Einkernblättrigen eigentlich. Und es gibt aber auch die Gräser. Gehören auch dazu. Haben zwar keine schönen farbigen Blüten wie die Orchideen. Und da ist die Frage, wo müssten wir die hinsetzen? Jetzt irgendwo gehören sie zu den Einkernblättrigen, aber mehr links oder mehr rechts. Wenn Sie jetzt sowas sich anschauen, das wäre jetzt eine Weizenpflanze, wo gehört die hin? Also, ist das Vegetative stärker oder schwächer als bei einer Tulpe oder bei einem Krokus? Glaube ich eindeutig, oder? Ist stärker, nicht? Denn es ist ja schon im Vegetativen, machen die ja schon Blätter, die blüht ja noch nicht. Ne? Also beim Krokus ist das Vegetative überhaupt nicht sichtbar als Blatt, und es bleibt da unten. Oder nicht, bei einer Zwiebel, das sind die Zwiebelblätter da unten. Und hier, da kommt doch das Vegetative schon zum Vorschein, aber der Wachstumspunkt, wenn Sie gucken, dieses Blatt Nummer 4, wo fängt das an? Das hat hier die Blattspreite, also die Fläche, die sich öffnet, und dann dieses röhrenförmige, und das geht bis da unten runter. Da fängt das Blatt an. Und jedes Blatt, alles was hier sichtbar ist, alle fangen da unten an. Aber, jetzt wenn man genauer guckt, ist das ja nicht ein Spross, sondern wir haben ja schon da eine Bestockung. Also es ist gar nicht so leicht zu erkennen, was ist der Hauptspross und was sind die Seitentriebe, also Bestockungstriebe. Ich denke, das, wo ich jetzt die Zahlen dran geschrieben habe, 1, 2, 3, 4, 5, das sind die Blätter vom Haupttrieb. Aber das ist kein Stängel, ne? Sondern das sind alles nur aufgerollte Blätter, die bis da von da unten kommen. Und dann gibt es aber da unten Blattachseln, nämlich jetzt vom Blatt 1 hier, hat da unten ja die Blattachsel. Da aus dieser Blattachsel kommt der Bestockungstrieb. Und der hat schon zwei Blätter hier. Und das stimmt dann nicht, weil da noch einer ist, der hat auch zwei Blätter. Es müsste noch einer da sein mit einem Blatt, denn der dritte, am dritten Blatt, da kommt er gerade raus. Das ist der Bestockungstrieb. Und wenn die Pflanze jetzt ein Blatt mehr gemacht hat, wenn die jetzt beim Blatt 6 angekommen ist, ist hier das Blatt schon entwickelt. Das geht eigentlich ganz regelmäßig. Ja, also warum überhaupt Bestockung? Also das heißt ja Verzweigung, eine andere Pflanze, also sagen wir ein Radieschen, wenn man das gut düngt, macht ja nicht mehrere Triebe, sondern es bleibt ja ein Trieb, ein Haupttrieb, ein Blütentrieb am Ende. Oder ein Salat. Ja, manchmal sieht man da so beim Salat so kleine Knospen, nicht, unten in den Blattachseln. Aber die wachsen nicht aus. Aber der Weizen, anstatt jetzt einfach mehr Blätter zu bilden, macht Seitentrieb. Warum? Weil es so viel vegetative Kraft ist. Ja, einerseits, weil da irgendwas schief, weil viel vegetative Kraft da ist. Aber warum geht das nicht einfach um ein bisschen schneller wächst und mehr Blätter macht? Also es muss etwas sein, was im Haupttrieb die Sache bremst. Ja? Und das ist eben das Verrückte, egal wann man den Weizen sät, bis zur Ähre gibt es nicht mehr Blätter, oder? Mal ein, zwei höchstens. Also 11 bis 13 Blätter. Maximum. Das ist Schluss. Der wächst nicht weiter da unten. Da ist der Punkt, der Vegetationspunkt. Weil es eben vom Blütenhaften, vom Astralischen, Seelischen so stark
zurückgedrängt wird. Ja? Die Blütenqualität ist da schon drin und erlaubt nicht, dass da beliebig viele Blätter gemacht werden, aber die vegetative Kraft ist da und geht in die Seitentriebe. Das ist der Grund. Weil, obwohl unsere Getreide ja gar nicht schön farbig blühen, doch diese Blütenqualität, die eben generell bei den Einkernblättrigen vorhanden ist, und dieses Herunterdrängen des Vegetativen unter die Erde. Also das heißt, diese starke seelische Wirkung von außen. Und ja, entsprechend eben parallelnervige Blätter. Denn wo sind die sonst die parallelnervigen Blätter? Geht da mal ein bisschen weiter. Ich glaube, da kommt das dann irgendwann. Da. Jede Blüte hat plus minus parallelnervige Blätter. Hier sieht man sehr schön, da hat man Veronika, ne, so ganz kräftig. Bei der Pfingstrose links, ich glaube, sieht man auch auf die Entfernung. Und auch da bei dem Sonnenröschen. Parallelnervig im Wesentlichen, also wenig netznervige Verzweigung. Das ist Blütenqualität. Und das finden Sie im grünen Bereich bei allen einkernblättrigen Pflanzen. Diese Blütenqualität steckt da schon drin. Und deshalb ist der Vegetationspunkt unter der Erde und kann nicht einfach Blätter machen, sondern Bestockung. Also eine Pflanze, die aber eben anders, jetzt das Getreide, die Gräser überhaupt, anders als jetzt die Lilien, doch noch stärker, obwohl sie blütenhaft sind, generell sehr starke vegetative Kraft, starke Wurzeln ja auch dann bilden, nicht beim Roggen müssen sie das. Aber das geht ineinander, schiebt sich ineinander, diese Kräfte. Nicht bei einer Orchidee ist es sozusagen nur Blüte. Und bei den Gräsern ist die andere Extrem der Einkernblättrigen, da ist dieses Blütenhafte ganz stark vom Vegetativen durchdrungen wieder. Und dann merkt man das, wenn es ins Schossen geht, wie das Vegetative raufgeht mit dem kräftigen Halmwachstum, mit der Wuchshöhe und dann bis in die Ähre bleibt das grün und macht da keine farbigen Blätter. Also einerseits das Blütenhafte, was die Sache runterdrängt, andererseits das Irdische, was hochschiebt, das Irdische Vegetative. Und da hat man ein ganz starkes Ineinanderwirken. Aber es gibt ja Ergebnisse, wo aus einem Roggenkorn durch Anläufe 100 Palmen entstehen. Ja, eben, nicht? Weil man da das Vegetative unheimlich anfacht durch die gute Düngung, dass man in der Pflanze Platz gibt. Ne? Und aber eben nicht dann ein Halm, der jetzt 100 Blätter macht, nicht? Sondern eben 100 Halme. Ne? Also wo wirklich das Vegetative in dem einen Halm nicht eine Grenze hat, sondern da ist dann die Ehrenanlage. Und zwar, hier, das ist ein Beispiel der kriechende Günse. Kennen Sie von der Wiese, ne? Ist das so blau blüht. Und der macht eben dann, so, wenn er blüht, also der Haupttrieb sich abgeschlossen hat, dann geht das Vegetative nicht weiter. Nicht? Aber unten ist vegetative Kraft, also geht es in die Seitentriebe. Bestockung. Und das macht aber der Weizen schon, bevor der Halm ins Schossen kommt. Also da merkt man, da ist das, was bei, als Blütenqualität jetzt hier diese Wirkung hat, schon viel früher drin, von vornherein. Ja, einfach weil die Gräser einkernblättrige Pflanzen sind. Und von vornherein ist der Haupttrieb eigentlich blütenhaft begrenzt und sehr früh, schon im Vierblattstadium,
Fünfblattstadium in der Zeit, je nach Jahreszeit ist das ein bisschen immer verschieden, ist die Ährenanlage da. Und da sieht man die ersten Umbildungen vom Vegetationskegel. Ich glaube, ich habe das drin, ja. Zweiblattstadium, da hat man links nur noch einen ganz einfachen, runden Vegetationskegel und dann die Blattanlagen drumherum. Hier, bisschen später, wahrscheinlich so Vierblattstadium. Also wenn außen, also Vierblattstadium heißt, dass vier Blätter sichtbar sind. Nicht? Und alles andere noch unsichtbar da unten drin steckt. Also das wäre eben unter der Erde, da wo der Vegetationskegel ist. Und da sieht man, wie diese Blätter dann immer mehr kapuzenförmig den Vegetationskegel umschließen. Aber eben, ja, es fängt jetzt an, so ein bisschen spitz zu werden. Nicht? Das wäre dann noch ein Blatt, denke ich, was sich noch bildet, was so gerade im Anfang ist. Und im Fünfblattstadium ist dieser Vegetationskegel schon gestreckt und hat so merkwürdige Wülste. Und da ist es immer so, dass da so ein Doppelwulst ist. Das eine ist sozusagen ein Tragblatt und das andere ist die Ährenanlage. Also das sind sozusagen schon die Anlagen für die einzelnen Ährchen, die einzelnen Etagen in der Ähre. Das fängt da an. Und eben, da werden keine Blätter mehr gebildet. Ne? Da ist eben Schluss. Und dann geht es in die Bestockung. Und eben selbst bevor man das sieht, fängt die Bestockung schon an, also qualitativ, also physiologisch, ist eben dieses Blütenhafte von vornherein wirksam. Nicht? Im Vierblattstadium kommt der erste Bestockungstrieb raus. So, und dann, ja, das wäre so eine schlechte mikroskopische Aufnahme, beziehungsweise ein Binokular. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also hier ist unten so ein Schatten drumherum. Das ist die Ährenanlage. Und da drumherum, dieser Schatten, das ist wahrscheinlich das Fahnenblatt, was als letztes Blatt die Sache noch umhüllt. Alles andere habe ich wegpräpariert. Das ist eine spannende Sache, aber natürlich auch ziemlich schwierig. Ja. Und dann, wenn es ins Schossen geht, was passiert da? Das ist ja ganz merkwürdig. Da ist es so, eben nicht so wie beim Baum, wenn das oben Substanz gebildet wird, nicht? Und das immer weiter hochgehoben wird, sondern an den Knoten. Da sind die Wachstumspunkte, und zwar so, dass für den Halm, diesen Halmabschnitt bis zum nächsten Knoten da drüber, der Wachstumspunkt dafür ist hier. Unten. Da werden neue Zellen gebildet. Und Streckungswachstum und schiebt das immer weiter nach oben. Und nacheinander, nicht? Erst natürlich die unteren Knoten und dann die oberen. Das schiebt sich so. Und zum Schluss wird die Ähre rausgeschoben. Und dieses ganze Wachstum vom Halm bis zur Ähre kommt aus dem Punkt. Also so. Also wirklich in den Himmel wachsen, ein qualitativ ganz anderes Wachstum als im Vegetativen. So, immer dicker werden. So. Ja, es ist eigentlich wie eine Geburt, gell? Es ist wie eine Geburt, wo etwas durch die Scheide, die Blattscheide an sich geboren wird, gell? Ja, klar, das ist geschützt natürlich von der Blattscheide. Und da drin, und ich erinnere mich noch, früher als Kind sind wir durch die Wiesen gegangen und haben die Halme ausgezupft von den Gräsern und dann unten dran gelutscht, weil die Stelle, wo es wächst, da ist es noch süß. Ne? Und da reißt es natürlich auch ab, weil es dann noch weich ist. Ja, und
Was hat das mit Nahrungsqualität zu tun? Also, wenn man mal das als Grundgedanke akzeptiert, muss man ja nicht, aber dass die Kräfte, die im Pflanzenwachstum wirken, also im lebendigen Wirken, die Lebenskräfte, dass die es letzten Endes auch sind, aus denen wir unsere Nahrungskräfte, Ernährungskräfte schöpfen, in der Verdauung. Also man kann natürlich normalerweise, guckt man sich halt an, da ist Eiweiß, da ist Stärke und so weiter und so viel Kalorien und so viel Vitamine. Also man kann die Sache natürlich vom chemischen Gesichtspunkt untersuchen, ist ja auch richtig. Aber ich denke, vom anthroposophischen Gesichtspunkt aus kann man schon auch noch ein bisschen weiter gehen und sagen, das, was im Lebendigen wirkt an Kräften und was eben nicht so ohne weiteres chemisch ist, aber was eben in Gestalt zur Wirkung kommt, hier oder eben bei dem, im Schossen, nicht, und so weiter, also dass diese Kräfte, die gestaltbildenden Kräfte in der Pflanze, dass die auch die Grundlage sind für qualitativ für unsere Ernährung. Und wenn man das mal so akzeptiert und dann sagt, ja na gut, also beim Getreide habe ich eben gesagt, das eine, dass sozusagen die kosmischen Kräfte, die und was sich mit dem Seelischen der Erde verbindet, ganz stark eigentlich herunterwirkt ins Vegetative, so dass der Wachstumspunkt unter der Erde bleibt im Vegetativen und dann aber ganz stark das Irdische heraufschiebt bis in die Erde, also das so ineinander geht. Und beim Menschen, ja, Sie kennen es aus dem landwirtschaftlichen Kurs, wo man sagt, ja, man muss eigentlich den Menschen mit dem Kopf in die Erde stecken, dann hat man ein Bild für das, was in der Landwirtschaft passiert. Aber auch in der Medizin, in der anthroposophischen Medizin, ist es ja so, dass man die Wurzel benutzt für den Kopf und die Blüte und Frucht für Stoffwechselkrankheiten. Also dass da eben eine Beziehung besteht zwischen dem oberen Bereich der Pflanze und dem unteren Bereich des Menschen und dem Wurzelbereich der Pflanze und dem Kopf. Na gut, das heißt ja, Kräfte, die jetzt eben im Schossen vom Vegetativen heraufschießen bis in den Ehrenbereich, wären ja zu vergleichen mit Kräften, die beim Menschen vom Kopf herunterwirken in den Stoffwechselbereich, in den Willen. Also, dass ich mit dem Denken den Willen ergreifen kann. Aber umgekehrt, das Blütenhafte herunterwirkt ins Vegetative, das heißt, dass die Stoffwechselkraft, die Willenskraft heraufwirkt ins Denken. Also, dass ich mit meinem Willen das Denken ergreifen kann. Dass das nicht irgendwie, ja, sich so, sondern, ja, da kann ich was reinschicken, da kann ich Willen reinschicken. Ich kann mein Denken führen und ich kann andererseits mit meinem klaren Denken meinen Willen beherrschen. Und das ist, meine ich, menschliche Qualität. Und deshalb meine ich, dass das Getreide die wesentliche Nahrungspflanze war und ist. Und deshalb will ich nicht solche Pflanzen, ja, wo eben
dieser Teil, das Schossen, unterdrückt wird. Sondern ich will solche Pflanzen, obwohl das Schossen noch drinsteckt. Ja? Und wenn Sie noch ein Stück weiter gehen, Grannen. Was ist das? Wie wachsen die? Ich habe mir das auch ein bisschen genauer angeguckt. Da sind so merkwürdige Kieselzellen, nicht? So stachelige Sachen an der Grane, sodass man nur in der einen Richtung drüber streifen kann, in der anderen Richtung geht das nicht. Ist der voll gestopft mit Kieselsäure. Diese. Und deshalb leuchtet das ja auch so im Abendlicht, ne, wenn man da so ein. Ja, wie entwickeln sich die Grannen? Das ist so eine Ähre, die sich entwickelt. Da ist das Schossen gerade auf 5 cm, also so gerade über die Erde gekommen. Also die Ähre, ne, hat sich schon ein bisschen hochgehoben und ist gerade 4 mm lang, das Ganze, was da abgebildet ist. Und man sieht die Anlagen für die einzelnen Ährchen. Und da, wo die Pfeiler sind, das sind sozusagen die Spelzen, wo aus den Spelzen es beginnt, sich was rauszuschieben, aber so ganz anfänglich. Hier habe ich es nochmal rausgezeichnet. Also da ist ja einerseits die Hüllspelze und darüber die Deckspelze und die fängt so ein bisschen an zu wachsen. Und wenn das ein bisschen später, da ist die Ähre schon 10 mm, 13 cm über der Erde. Und da ist es auch so, dass die Hüllspelzen kurze Grannen machen, aber die Deckspelze, die Granne geht schon, sieht man gar nicht mehr. Nicht? Und wenn man den oberen Bereich der Ähre anguckt, hat man hier überall die Grannen und man sieht schon leuchtend die Kieselzellen. Also da fängt das schon an, sich zu differenzieren. Und man sieht das schon hier sehr schön, da oben ist schon nicht die Differenzierung da, dass die Kieselzellen schon sichtbar sind. Und hier unten ist es noch ganz, ja, im Wachsen. Also auch da ist es so, dass die Granne von unten wächst. Die Spitze ist fertig und es schiebt von unten nach. Hier sieht man das nochmal sehr schön. Oben, der obere Bereich, also das wäre jetzt dieses Ährchen. Man sieht da die Millimeter. Hier oben überall die Kieselzellen schon deutlich sichtbar. Das sind hier die Hüllspelzen, die Grannen, aber die kräftigen Grannen von den Deckspelzen, die sind hier noch ganz glasig, durchsichtig und noch im Streckungswachstum. Und hier oben fängt das schon ein bisschen an, dass man die Pünktchen sieht und oben ist es schon richtig fertig. Also wo an den Spelzrändern extra Wachstumspunkte sind, von denen aus die Granne rausgeschoben werden nach oben. Also nochmal dieselbe Geste wie im Halm, nicht? Wie vom Knoten, der Halm nach oben rausgeschoben wird, so wird da nochmal von diesen Wachstumspunkten an den Spelzrändern nochmal die Granne nach oben rausgeschoben. Jetzt im Blütenbereich. Also wo man nochmal also eigentlich dieses Vegetative bis oben hin, aber eben in dieser Blühgeste, nicht? Sich öffnen nach oben. Also das ist eine so fantastische Sache. Ne? Und deshalb eben ja, meine Vorliebe für die Grannenweizen. Darf ich einfach gestehen. Und wir haben natürlich dann auch versucht, das irgendwie noch anders zu zeigen. Es gibt ja diese Methode der Kupferchloridkristallisation, wo Leute, die da viel Erfahrung haben, solche Bilder beurteilen können. Und eben jetzt der Probus ist ja, wovon unser Hermion da abstammt,
früher hieß der nur Grannenprobus, der eben mit Grannen und der Probus ohne Grannen, und das kann man bis auch in solche Bilder zeigen. Und ich habe einen Spezialisten für diese Dinge, eben, weiß nicht mehr, 10, 12, 15 Weizensorten, Pärchen gegeben, mit und ohne Grannen, aber sonst möglichst nah verwandt, blind. Und er hat mit solchen Methoden, auch mit Steigbild, gesagt, das ist bekannt, das ist nicht bekannt. Und nach seinen Erfahrungen für die Qualität eben doch auch eben die Begrannten besser beurteilt. Sondern er hat die Körner genommen, um die Qualität zu beurteilen. Das, was wir essen, da ist nicht die Kieselsäure aus den Grannen drin, aber die Kräfte sind drin. Das ist ja das Verrückte, nicht? Dass die Substanz chemisch gar nicht mehr drin ist. Aber die Pflanze ist aus anderen Kräften gewachsen und das steckt auch im Raum drin. Da kommt man natürlich mit normaler Naturwissenschaft, da kommt so alles Quatsch. Ja? Ist ja nicht nachweisbar. Entschuldigung, das sind irgendwie am Ende, das ist für die Ruhe. Ja, so kann man es natürlich durchaus, ja. Information. Ja. Ja, ja, aber dass das eben jetzt wirklich auch im Korn, wo dieser Kiesel von diesem Grannen ja eben nicht drin steckt, sondern das ist Mehl. Und der Dorian Schmidt, ich weiß nicht, wer ihn kennt, der ja das jetzt ganz anders macht, ne, nimmt drei Körner in den Mund mit entsprechender Vorbereitung und guckt, was dann passiert, wo dann innere Bilder entstehen. Also eigentlich eine übersinnliche Wahrnehmung. Und wo er dann versucht, das irgendwie zu skizzieren, mehr oder weniger nachvollziehbar, aber wo man eben doch sieht, dass, also das ist jetzt, der Fuka ist eine ganz fette, eigentlich sehr vegetativ kräftige, massive Sorte, die sehr so ist. Ne? Was sich dann auch durchaus so ausdrückt in dem Bild, also wo das Mineralische sehr stark nach oben kommt, wo oben es eigentlich dicht ist, also keine Öffnung zum Kosmos. Und wo bei dem Ure, das ist eben so eine Auslese aus dem Fuka mit Grannen, da ganz viel stärker eigentlich diese Öffnung nach oben wahrzunehmen ist. Ich habe das genommen als Bild, weil die anderen Bilder noch komplizierter sind, vielleicht typischer für den Weizen, aber noch schwieriger dann zu verstehen. Also wo man schon auch, glaube ich, sehen kann, dass da eine andere Qualität durch die Grannen wirksam wird in der Pflanze, die wohl doch bis in die Nahrungsqualität wirkt. Wenn Sie natürlich die Blätter anschauen. Man braucht ja beim Getreide durchaus dieses nach oben Schieben des Vegetativen. Und das heißt auch, dass das Fahnenblatt fast das Größte ist. Nicht ganz, also das geht ein bisschen wieder kleiner als vielleicht das Blatt drunter beim Weizen. Beim Roggen ist es, wird es stärker reduziert, aber beim Weizen geht das Vegetative ganz stark mit rauf. Und ich denke, das ist nicht falsch. Also das ist durchaus etwas, was zum Weizentyp dazugehört. Und andere Pflanzen, jetzt wieder Roggen, da ist es natürlich viel mehr dieses Halmbilden. Haben die Blätter jetzt qualitativ nicht so diese, spielen nicht so eine Rolle. Also auch jetzt kommt beim Dorian Schmidt, ich habe das mal mit ihm auch selber erlebt in einem Seminar, das ist so wie zwei Säulen, die durch einen durchgehen und wo man richtig kräftig in der Erde steht. Das ist der Raum, ne, der einen da aufrichtet.
Während der Weizen ja einerseits eben ja, mehr so im mittleren Bereich einweitet, öffnet und auch eben gerade bei den Grannenweizen nach oben öffnet. Ich denke, bei der Auslese muss man natürlich immer so auf die ganze Pflanze gucken. Also auch wieder nicht auf einzelne Merkmale, sondern ja, was ist eine gesunde Pflanze, die irgendwie harmonisch gewachsen ist von unten bis oben. Nicht? Also die nicht nur so macht und dann oben dünn wird, sondern schon noch gehalten ist, aber wo doch die Kraft ja, im Halm deutlich da ist. Also man müsste das wirklich dann an einzelnen Beispielen angucken. Und klar, wenn man jetzt hier so einen Roggen anguckt, naja, das da unten würde ich wegschmeißen und das da oben auch. Ne? Also ja, das sind ja eigentlich ganz schöne Ähren. Da würde ich jetzt sagen, ja, ist gut. Wenn dann noch die Blattgesundheit ein bisschen besser ist, ist es eine wunderschöne Pflanze. Also mehr kann ich da im Moment nicht dazu sagen. Man müsste ja dann auch gucken, was sagt der Bäcker dazu. Nicht? Und wie ist die Auswuchsfestigkeit, was natürlich wichtig ist, dass man nicht so... Also wenn das Vegetative eben zu stark hereinwirkt in die Pflanze, also dass dann gleich das Wachstum eigentlich gar nicht aufhört, nicht? Und bevor es richtig reif wird, schon wieder wachsen will. Also was nicht zur Ruhe kommt, das ist dann auch nicht gut. Das heißt eben diese mangelnde Auswuchsfestigkeit, nicht? Dass es gleich schon wieder anfängt zu keimen oder keimen will. Es nur ein bisschen regnet. Und da muss man eigentlich gucken, dass man das so im Gleichgewicht hält. Und das Gleichgewicht ist natürlich bei dem Roggen woanders als beim Weizen. Das müsste man dann sehr im Detail angucken. Aber ich denke, man kann auch so ein bisschen mit künstlerischem Blick, glaube ich, schon das Richtige sehen. Und naja, wenn die Besucher bei uns in den Zuchtgarten kommen und ich habe natürlich da auch konventionelle Sorten daneben stehen zum Vergleich oder auch, ja, nicht? Und was so niedrig ist und sowas, was so schön hoch ist. Und wenn man dann die Leute fragt, ja, von welcher Sorte möchtet ihr dann gerne das Brot essen? Das ist eindeutig. Ne? Wollen nicht da das da unten. Also da merkt man, da ist eine unmittelbar eigentlich eine Wahrnehmung dafür, dass das Getreide in die Sonne gehört, dass das da oben reif werden muss und nicht da unten. Ja, also das ist da unsere Landschaft, der westliche Bodensee. Da gibt es also viele biologisch dynamische Höfe. Es gibt dann auch Bäckereien. Da hat sich also inzwischen einiges geändert, aber am Anfang war das wirklich sehr schön, diese Zusammenarbeit von Bäckern und Bauern. Und wir mussten natürlich erstmal die Sorten haben, die habe ich schon gezeigt. Mordach, Ritter, so weiter. So, und wir müssen natürlich sehen und Vielfalt und Ernten, Parzellendrescher. Und wir brauchen einen Bäcker und wir hatten auch immer das Glück, dass er dann von unseren Sorten, die noch Sorten werden sollen, um zum Ausprobieren dann Brötchen gebacken hat, dass wir ein bisschen vorher, bevor man die Sache jetzt wirklich im Großen vermehrt, eben guckt, ob es auch wirklich in der Backqualität gut ist. Denn alle Analysenwerte sind zwar schön und gut, aber am Ende muss der Bäcker entscheiden. Und ja, wir machen natürlich dann bei unseren Führungen auch Reklame für das Brot. Sehr gutes Backfermentbrot. Und wir brauchen aber auch eben die Händler, die Naturkostläden, wo dann die Sache
an die Menschen gebracht wird. Und da haben wir das, ja, eben doch ist das leider auch nur bei wenigen gelungen, dass das dann wirklich im Laden sichtbar wird und es eben dann auch Ladner gibt, die die Sache vertreten können. Nicht? Und es gibt natürlich viele Naturkostläden, naja, wird halt auch noch Brot verkauft, aber ja. Und wenn dann Tüten gedruckt werden, nicht? Dass das richtige Brot in die richtige Tüte kommt, wenn irgendjemand da steht und das Brot verkauft, aber eigentlich von der Sache nichts versteht. Das war dann schon leider ein Problem, das habe ich mir ein bisschen anders erhofft. Also dieses Umsetzen, dass wirklich eigentlich diese Notwendigkeit der biologisch-dynamischen Züchtung, überhaupt diese ganze Saatgutarbeit, dass das mehr bis in die Kundschaft kommt, das war, ist nur mühsam gelungen. Ja, wir hatten dann mit Spielberger ein Projekt, wo dann unsere Ernte dann auch in die Mehltüten gekommen ist und dann auch Reklame gemacht wurde mit so einem Aufkleber, mit so einem kleinen Booklet. Und jetzt gibt es ein Projekt mit der Firma Campo Verde. Das ist ein Händler, der eben Demeter-Produkte relativ hochpreisig vermarktet, hauptsächlich bei Edeka. Und jetzt eben mit dieser Marke Bodensee Biobauern eben aus unserer Region hauptsächlich dann die Ernte in die Tüten füllt, füllen lässt. Nicht? Und wir doch auch da beim Dinkel, weil wir ja da nicht züchterisch beteiligt sind, und beim Weizen 5 Cent zurückbekommen für unsere Arbeit. Und auch von den Bäckern, was immer noch stattfindet, zumindest beim Lehenhof, dass wir eigentlich pro Kilo 10 Cent, das ist eine Menge, nicht? Wenn der Bäcker, na, sagen wir mal 40 Cent pro Kilo dem Bauern zahlt fürs Backgetreide, noch 10 Cent für uns dazu tut und dann das Brot backt. Und das ist natürlich sehr erfreulich. Und ja, und so ist natürlich auch immer ein bisschen Möglichkeit, die Sache noch öffentlich zu machen, weil dann da am Rand auch noch ein bisschen was draufsteht über unsere Züchtung. Also das so ganz in Kürze, aber es war eigentlich geboren aus diesem allgemeinen Bedürfnis, eben sich gemeinsam um das Saatgut zu kümmern. Und da ist ja immer die Frage, kann das nicht auch woanders gelingen? Es ist noch gelungen durch die Initiative vom Bäcker Beck auf der Schwäbischen Alb mit ein paar Biolandbauern zusammen. Die haben dann auch unsere Sorten angebaut, aber jetzt auch andere biologisch dynamisch gezüchtete Sorten. Und wo wir auch dann unterstützt worden sind von dem Bäcker. Und der eben wirklich auch versucht hat, eben regionale Produkte dann zu vermarkten und das auch sehr gut werbewirksam rübergebracht hat. Und das wäre natürlich schön, nicht, wenn man irgendwo hier in der Region vielleicht auch einen Bäcker findet, der da mitmacht und sagt, ja, wir nehmen jetzt nur Hofsorten oder eben Sorten aus biologisch-dynamischer Züchtung. Das wird vermarktet, das wird beworben und wenn es geht, sogar ein bisschen die Bauern noch unterstützt für diese zusätzliche Arbeit. Wäre ja, natürlich das Allerbeste. Also es gibt ja auch, wenn man nicht einen einzelnen Züchter unterstützen will, den Saatgutfonds bei der GLS-Bank in Bochum, mit dem, die ja wirklich sowohl Gemüse- als auch Getreidezüchtung, auch Apfelzüchtung unterstützen. Und wo der das jetzt organisiert, der Oliver Willing, wirklich erstaunliche Arbeit geleistet hat,
also diesen Fonds wirklich groß gemacht hat und eben von vielen Naturkostfirmen und privaten Spendern doch jetzt eben über 1 Million zusammenkriegt jedes Jahr. Und wo wir dann einen Teil davon kriegen. Und ja, denn es ist leider so, die Arbeit kann man nicht finanzieren aus dem Saatgutverkauf. Das können die Bauern nicht bezahlen. Und deshalb haben wir es ja so gemacht, dass nicht jetzt unsere Bauern für das Saatgut bezahlen, sondern dass die Bäcker eben da ein bisschen was abschöpfen und das zurückgeben in die Züchter. Denn da wird natürlich mehr verdient am Brot als und so, ja, wäre es eigentlich gut, irgendwie Formen zu finden, letzten Endes, dass die Kunden im Laden nicht so bewusst sind, dass sie sagen, ja, wir wollen die Züchtung unterstützen. Und das passiert ja ein bisschen, wenn da so sowas draufsteht, ne? Dass da eben 5 Cent beim Kauf eigentlich zurückfließen und letzten Endes zahlt es der Kunde. Und weil das natürlich auch ein bisschen teurer ist als das, was daneben steht. Und da ist die Frage, wird das akzeptiert? Oder kaufen die Leute doch lieber das billigere Mehl von einer anderen Firma? Dieses, dass man eigentlich das nicht mehr so im kapitalistischen Sinne machen sollte, wie das halt sonst ja passiert, nicht? Dass die Züchter eben ihre Lizenzen kriegen und damit von den Lizenzen genügend für ihre Arbeit zurückfließt, müssen sie Sorten haben, die in halb Europa angebaut werden. Sonst lohnt sich die Sache nicht. Das heißt, es werden immer weniger Sorten, ne, die immer mehr Verbreitung finden. Und ja, dem Ertrag und Backqualität aber mehr nicht. Ne? Also es ist nur noch eigentlich dieser wirtschaftliche Gesichtspunkt, der eben bis in die Züchtung zurückwirkt, bis hin natürlich zu Patenten. Nicht? Wissen Sie ja, dass inzwischen immer mehr Pflanzen selbst mit klassischer Züchtung patentiert werden, dass die Firmen ihr Geld wieder einsäckeln. Und das ist natürlich eine fürchterliche Praxis. Und deshalb ist die Frage, kann man da nicht sozusagen von unten anfangen und ja, angefangen von kleinen Gemeinschaften oder eben wie jetzt vom Saatgutfonds, wo man doch die Sache etwas mehr in das allgemeine Bewusstsein bringt, die Notwendigkeit der Saatguterhaltung und Züchtung und da auch Wege der Finanzierung findet. Denn mit der normalen Lizenzfinanzierung ja, wären vielleicht 2 Weizensorten in Deutschland möglich. Mehr könnte man gar nicht. Ne? Aber es ist eben Quatsch. Wir brauchen 20 Weizensorten, um all die verschiedenen Bedingungen erstens, die notwendig sind, die wir haben im biologischen Landbau, und um überhaupt auch die Vielfalt wieder ein bisschen größer zu machen, dass der Weizen wieder noch eine Zukunft hat, dass das nicht immer enger wird. Ja. Tschüss.